Herzlich willkommen zum 50. Bonner Wirtschaftstalk. Heute geht es um die Zeitenwende, die Olaf Scholz ausgerufen hat und die uns alle sehr beschäftigt. Es geht um die Herausforderungen für die Bonner Wirtschaft, die ganz konkreten, aber natürlich auch um die ganz grundsätzlichen Fragen, die sich damit verbinden. Freiheit und Demokratie sind bedroht. Wir müssen unser Handeln an Fragen von Sicherheit und Verteidigung ausrichten. Und da stellt sich die Frage, welche Werte leiten uns dabei? Was wollen wir tun? Damit sind wir ganz aktuell. Aber wir schlagen heute auch einen viel größeren Bogen, denn heute ist die 50. Sendung des Wirtschaftstalks. Seit 10 Jahren gibt es uns mit vielen spannenden Gästen. Und wir sind wieder dort, wo alles angefangen hat, hier im Kammermusiksaal des Beethovenhauses. Mal eine Frage ans Publikum. War irgendjemand von Ihnen dabei vor 10 Jahren? Ah, ich sehe ein paar Handzeichen. Sehr schön. Das freut uns und man sieht, wie gut und wie treu unser Publikum ist und wie stark sich das etabliert hat. Vor 10 Jahren, und damit ist der Bogen, glaube ich, noch ein bisschen kompletter, haben wir darüber diskutiert, wie Unternehmen in der Gesellschaft verankert sind, welche Verantwortung sie haben. Tue Gutes, warum, lautete der Titel. Und ich denke, diese Frage ist heute genauso wichtig wie vor 10 Jahren, vielleicht noch ein wenig wichtiger, wenn man auf die Flüchtlinge schaut, die wir im Moment hier alle sehen. Wir haben Corona gerade ein wenig hinter uns gelassen, aber wir haben einen Krieg in Europa, der uns diese Fragen ganz neu stellt. Die ganze Gesellschaft, aber vor allem auch der Wirtschaft. Es greift das Gefühl um sich, dass wir aus den Krisen gar nicht mehr herauskommen. Darüber wollen wir heute Abend sprechen. Ich habe 4 tolle Gäste hier zu dieser Jubiläumsveranstaltung und ich begrüße zu meiner Rechten Professor Dr. Christine Wopen. Sie ist gelernte Ärztin und die deutsche Expertin für komplexe ethische Fragen. Ich habe das mal ein bisschen zusammengefasst und ein bisschen kürzer gemacht, denn die Titel enden nicht, wenn man sie alle und auch die Aufgaben, die sie wahrgenommen haben. Seit 2021 hier in Bonn und Inhaberin der Heinrich-Hertz-Professur an der Bonner Uni und betraut, das Center for Life Ethics aufzubauen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Zu meiner Linken Dr. Frank Umbach. Er ist Forschungsleiter des European Cluster for Climate, Energy and Resource Security und glücklicherweise auch ein Experte zu allen osteuropäischen und russischen Themen. Schön, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es geht beim Wirtschaftstalk nichts ohne die Praxis und da freue ich mich sehr, dass Ulrich Vogt, Vorsitzender des Vorstands der Sparkasse Köln-Bonn und Chef einer vielfältig gesellschaftlich engagierten Bank bei uns ist. Danke, dass Sie hier sind. Vielen Dank. Und ich sage das immer wieder gerne, ich freue mich immer, einen echten Präsidenten begrüßen zu dürfen. 4. im Bund ist Stefan Hagen, Unternehmer und Präsident der IHK Bonn-Rhein-Sieg, außerdem im Vorstand des DIHK in Berlin. Auch Ihnen herzlich willkommen. Danke. Vielleicht fangen wir mal so an, eine Frage in die Runde an. Ich schaue dann mal, wie wir da weiterkommen. Zeitenwende ist ja ein großes Wort. Wann hatten Sie selber das Gefühl, dass das so ist und dass wir es mit einer Zäsur zu tun haben? Gibt es so diesen Moment? Frau Wopen? Wie viele Momente darf ich nennen? Also mir hat es angefangen, eine systemische Verunsicherung zu geben in den 70er Jahren mit der RAF. Vielleicht lag das auch daran, dass ich 200 Meter entfernt vom Schleierattentat damals Tennis gespielt habe und das akustisch jedenfalls mitbekommen habe und es dadurch einen besonderen Schrecken vielleicht gab. Es ging dann weiter mit 9-11, ja, also diese fundamentale Verunsicherung. Winkler hat ja auch gesagt, spätestens seit 9-11 gibt es in der Bevölkerung eine allgemeine und stete Verunsicherung. Ich hatte das Gefühl, eine Zeitenwende zu haben durch den Missbrauchsskandal, ganz persönlich in der katholischen Kirche, weil ich das schon eine ganz fundamentale Krise, also als fundamentale Krise sehe, die viele Menschen von der Kirche weit entfernt hat. Aus der Gesundheit heraus war das Genome Editing von Babys, also die genetische Veränderung von Embryonen in der Retorte, die dann mit anderen Genen auf die Welt kommen, als sie natürlicherweise so mitbekommen hätten, 2018 in China. Etwas, wo ich dachte, wow, was macht die Menschheit jetzt mit sich? Also wie gehen wir mit diesen technologischen Möglichkeiten um? Und die Pandemie
klar, die hat uns auch noch mal vor demokratische Herausforderungen gestellt, Freiheitseinschränkungen, die wir mit unserem Grundgesetz für ganz unvereinbar gehalten haben, wurden plötzlich erforderlich und wurden Gegenstand von Abwägungen. Und der Krieg, den Russland nun in der Ukraine angefangen hat, der ist so grundstürzend, entsetzlich und grausam, dass wir da nun wirklich uns auf ganz schwere Zeiten einstellen müssen. Herr Vogt, was waren für Sie so die Wendepunkte? Ich möchte es eigentlich mal ergänzen noch um die deutsch-deutsche Wiedervereinigung. Ja. Das war für mich eigentlich der Punkt, an dem ich gesagt habe, so Ost-West ist überwunden, jetzt ist alles gut, jetzt kommt der Frieden und wir brauchen uns da keine Sorgen mehr zu machen. Der erste wunde Punkt kam dann auch bei 9/11, als man sich gefragt hat, ist der Krieg vielleicht doch nicht überwunden? Und natürlich, Sie haben es auch gesagt, jetzt geopolitisch dann der Überfall von Russland auf die Ukraine, der so ja an das deutsche Verhalten damals in Polen sehr erinnert. Und beruflich wäre es für mich natürlich die Finanzmarktkrise das tragende, einschneidende Element, was einen auch beruflich und auch die Folgen ja bis heute beruflich noch durchaus prägen. Herr Umbach, Sie schauen auf die großen Weltzusammenhänge. Ja, also sicherlich auch der Zerfall des alten kommunistischen Systems oder der Systeme in Osteuropa. Ich war selber 2 Wochen nach dem Putschversuch 1991 gegen Gorbatschow noch in Moskau gewesen und habe damals erlebt, wie Gleichaltrige, Anfang der 30er Jahre, sich das Meinungsbild radikal änderte innerhalb von knapp 3 Monaten. Von einer sehr, sehr optimistischen Phase, wo ich ankam, auch Russland ist jetzt auf dem Weg der Demokratie und nach 3 Monaten kippte das komplett. Haben Sie das erwartet, dass jetzt diese Wende kommt oder kommen könnte zu also so einer Eskalation? Also wenn man aus der Russland-Forschung kommt, ist man da, glaube ich, immer etwas vorsichtiger. Auch wenn man weit in die Geschichte ja zurückgeht. Aber es war doch, wenn man das selber so ein bisschen hautnah miterlebt hat, auch gerade in Moskau, doch irgendwie erschütternd, weil wenn die junge Generation, die Anfang 30 ist, schon eigentlich für ihr persönliches Leben kaum noch was erwartet und ihnen gesagt wird, dass man eigentlich den Reformprozess nach wie vor unterstützt, aber eigentlich nur noch sozusagen in der Hoffnung, dass die Kinder es irgendwann besser haben. Das ist für jemanden, der hier aus der deutschen Universitätslandschaft kommt, gerade sein Studium beendet hat, mit Anfang der 30er, wenn sie Anfang 30 sind, etwas völlig anderes. Also Sie sehen das schon, die Kontinuität. Herr Hagen, was ist für Sie die Zeitenwende? Also ist dieses Ereignis, was wir jetzt haben, das Einschneidende der letzten? Wir haben ja viele Krisen wahrgenommen, aber ist das Einschneidende? Ja, das waren ja alles sehr, sehr punktuelle Ereignisse. Ne? 9/11, das war ein punktuelles Ereignis. Ich habe mal irgendwann in Köln Wirtschaftswissenschaften studiert und zum Thema Inflationstheorien meine Diplomarbeit geschrieben. Die kann ich nehmen und irgendwo dass der Stuhl nicht wackelt, weil alles, was da drin steht, mit der heutigen Realität nichts mehr zu tun hat. Wir haben schleichende Prozesse erlebt. Wenn uns mal irgendwann einer gesagt hätte, in der Zeit, wo ich studiert habe, und ein Professor hätte gesagt, es gibt die EZB und es gibt einen Euro, hätte man gesagt, der ist innovativ. Und wenn man gesagt hätte, die EZB hat einen Leitzins von -0,5, den hätte man von den Studenten ferngehalten. Vielleicht fangen wir doch mal bei den Krisensymptomen an, wenn wir sagen, so Frau Wopen hat es gesagt, wir leben eigentlich in einer Zeit von Krisen, Finanzkrise, Flüchtlingskrise, Corona-Krise, jetzt haben wir diese Kriegsgeschichte. Sind wir eigentlich gut aufgestellt, also als Gesellschaft auch mit Blick auf die Wirtschaft mit solchen Krisen umzugehen? Oder müssen wir uns neu dran gewöhnen? Müssen wir noch was lernen als Gesellschaft, aber auch ganz individuell als Menschen? Wie würden Sie darüber nachdenken? Also ich würde sagen, wir haben ja gerade festgestellt, wir sind nicht gut aufgestellt, und zwar in keiner Dimension, ehrlich gesagt. Wirtschaftlich sind wir im Moment nicht sonderlich gut aufgestellt, deswegen können wir nicht agieren, wie wir vielleicht gerne agieren würden. Richtig resilient als Gesellschaft sind wir aus meiner Sicht ehrlich gesagt auch nicht. Wir sind noch ein bisschen ungeübt im Umgang mit dieser Krise und mit dem, was daraus vielleicht also resultieren könnte, und auch mit der Erkenntnis,
dass uns das auch ganz persönlich im Zweifel etwas kosten wird und auch unsere Handlungsweisen ganz persönlich sich verändern müssen, um damit umzugehen. Wir werden also ein Stück weit zurückgeworfen um 40 Jahre. Ich habe die eben bewusst gesagt, die deutsch-deutsche Wiedervereinigung. Ich war 87, 88 bei der Bundeswehr. Da hat noch Blauland gegen Rotland gekämpft. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen bei Wehrübungen. Jetzt sind wir wieder an so einem Punkt angekommen. Deswegen war für mich auch das so eine Erleichterung, als die deutsch-deutsche Wiedervereinigung kam. Aber ich glaube, wir müssen uns wieder damit auseinandersetzen, dass wir in einem feindlichen Umfeld leben. Und da sind wir nicht mehr für gemacht, als Gesellschaft nicht, wirtschaftlich nicht und auch ganz persönlich nicht. Was muss sich denn da verändern? Also, oder wo sind die fangen wir mal anders an. Wo sind die Herausforderungen, die wir da lösen müssen? Also müssen wir an der Art, an den Themen etwas verändern, über die wir diskutieren? Oder ist das, waren wir in den letzten Jahren überhaupt richtig unterwegs mit vielen Dingen? Wir haben über Energiewende geredet und über all diese Dinge. Und ja, immer auch aus dem Vollen geschöpft. Ist das denn alles noch so haltbar? Frau Wopen? Ich glaube, dass wir schon über die richtigen Themen sprechen, aber wir tun es noch nicht auf die ganz richtige Weise. Oder wir nehmen die Themen noch nicht in der Fülle und in allen Aspekten und tiefen Dimensionen in den Blick in der Öffentlichkeit. Ich halte es für wichtig, sich ganz klar zu machen, dass das, was in dieser Welt passiert, in den Menschen passiert und aus den Menschen herauskommt, aus einer Haltung heraus. Also man kann Systeme gestalten, man muss Institutionen gestalten, man braucht Regeln, man braucht Verfahren und so weiter. Das ist alles völlig klar. Aber die nutzen nichts, wenn die Menschen, die die Gesellschaft ausmachen, das nicht mittragen, wenn sie nicht davon überzeugt sind, dass das die richtigen Institutionen sind. Und es gibt einen Psychologen in Amerika, Barry Schwartz, der hat diesen herrlichen Satz gesagt: Eine Theorie über das Weltall ändert nicht den Lauf der Planeten, aber eine Theorie über die Natur des Menschen ändert den Menschen. Und deswegen glaube ich, dass wir bei all den Herausforderungen auch darüber sprechen müssen, was uns als Menschen ausmachen und welche Gesellschaft wir sein wollen. Denn aus diesen Vorstellungen heraus, bei den Science and Technology Studies heißt es dann soziotechnische Imagination, also wir haben Vorstellungen davon, wie unsere Zukunft aussehen soll. Und daran müssen wir arbeiten, darüber müssen wir viel mehr sprechen. Wir sind, und das hat sich ja durch die ganze Pandemie gezogen, immer reaktiv unterwegs vor allen Dingen. Aber wir haben keine Vorstellung, wie es in 20 Jahren sein soll, weil sich das nun mal mit einer Legislaturperiode nicht verbinden lässt. Ja, also es ist alles zu kurz, also alles, es ist vieles zu kurzatmig und zu kurzfristig. Und diese Diskussion, die in den Kern des Menschen geht, die wünsche ich mir, weil wir so viel auf äußeres Wachstum achten, aber nicht auf das innere Wachstum. Und nur aus dem heraus sind wir auch in der Lage, Veränderungen zu gestalten. Und da braucht es zum Beispiel ganz andere Metriken in der Wirtschaft. Vielleicht kommen wir darauf noch zu sprechen. Die Frage wollte ich gerade weitergeben. Das ist ja eine Frage an die Wirtschaft. Also Wachstum ist das, was die Wirtschaft in Gang hält, was uns auch in den letzten Jahren sehr viel Wohlstand gebracht hat. Müssen wir darüber neu nachdenken? Können wir diesen Wohlstand uns überhaupt noch erarbeiten? Ja, ich glaube, wir waren in vielen Bereichen positiv formuliert zu optimistisch oder vielleicht zu naiv. Wir haben gedacht, es geht immer höher, schneller, weiter und haben an sich systemische Brüche gar nicht mehr betrachtet, dass bestimmte Grundstoffe für Medikamente nur noch in Indien produziert werden. Die ganze Thematik, die jetzt auch mit Corona hochgepoppt ist, Lieferketten. Auf einmal reden wir über Versorgungssicherheit. Wir hatten gedacht, nach der Lösung des Ost-West-Konfliktes, das gibt es einfach nicht mehr. Und jetzt stellen wir fest, dass all diese Systeme sehr labil sind, sehr fragil sind. Und dann haben wir noch gar nicht über das Thema, auch, was mich auch beunruhigt, Staatsverschuldung, gesamte Währungssysteme. Auf der einen Seite eine Nullzinsthematik, die es aber unmöglich macht, für heutige junge Menschen, wenn sie nicht über Grundstockvermögen verfügen, überhaupt Wohneigentum zu erwerben. Das ist schlicht ökonomisch unmöglich. Und das nimmt Perspektiven. Und dann sind wir wieder den Menschen da auch wirklich elementar mitzunehmen. Wo gehen unsere Systeme hin? Und wir haben es aus meiner Sicht ein bisschen naiv angegangen, weil wir gesagt haben, es geht immer höher, schneller, weiter. Und jetzt kriegen wir natürlich massive Brüche.
Ich würde das noch an einem Punkt gerne sogar ergänzen. Wir sind immer auch so von unserer eigenen Erwartung ausgegangen, dass man logisch, sachlich, nüchtern miteinander arbeiten kann und auch halbwegs rational. Und wir erleben jetzt, das führt auch aus meiner Sicht zu einer großen, auch psychologischen Verunsicherung, einen Partner, der komplett irrational ist. Wo wir wieder zurückgeworfen werden in die Zeit der Kreml-Astrologie, als man überlegt hat, was könnte denn jetzt eigentlich meinen? Ja, was denkt er denn wohl? Und da können wir heute, nach 40 Jahren, in denen es anders war, kaum noch ordentlich mit umgehen. Da müssen wir uns wieder hineinentwickeln. Herr Umbach, das Stichwort Naivität fiel und Sie beschäftigen sich mit diesen Fragen, warum und was hat sich da verändert an diesen Stellen? Ist man naiv gewesen hier bei uns? Also hat man bestimmte Dinge ausgeblendet, weil die Geschäfte so gut liefen? Ja, ich glaube, zunächst mal hat das vor allem damit zu tun, dass wir trotz Globalisierung, auch wenn wir den Begriff häufig verwenden, Deutschland ist Vize-Exportweltmeister, trotzdem zu wenig geschaut haben, was im Rest der Welt eigentlich um uns herum passiert. Wir haben eben von Anfang der 90er Jahre gesprochen, von der Zeit der Friedensdividenden und haben so ein bisschen schon wieder vergessen, dass wir dann damals einen Konflikt in Jugoslawien eben hatten, wo mitten in Europa Krieg geführt wurde, wo Völkermord passiert und wir lange gebraucht haben, mehrere Jahre, bis wir uns aufgerappelt haben, um dieses furchtbare Gemetzel dort zu beenden. Und wir sind heute in einer Zeit, Historiker haben vor ein paar Jahren schon errechnet, dass die Anzahl der Demokratien weltweit heute wieder auf einen Stand gefallen ist wie in den 30er Jahren. Und es ist eben nicht diese Periode ausgebrochen, die ein amerikanischer Politikwissenschaftler Francis Fukuyama am Anfang der 90er Jahre formuliert hat, als das Ende der Ideologien, wo wir der Rest der Welt sozusagen alles auf den Weg von Demokratie, Marktwirtschaft und etc. ist, sondern wir haben viele Brüche erlebt, die sind schon angesprochen worden und die großen globalen Entwicklungen sind häufig in eine andere Richtung gegangen, als wir geglaubt haben. Und wir neigen, glaube ich, immer dazu, auch zu denken, dass der Rest der Welt wie wir denkt. Also Sie haben gerade den Begriff Irrationalität gebracht, der mir ja sehr häufig jetzt untergekommen ist mit Blick auf Putin. Da ist es leider so, nein, er handelt sehr rational. Er hat eine andere Rationalität als wir. Aber ich kann das völlig nachvollziehen beziehungsweise auch erklären. Und das ist so ein bisschen das Problem, was wir dadurch offenbar haben. Ja, wir nehmen dann Dinge eben völlig anders wahr oder glauben sie als irrational zu bezeichnen und schauen nicht mehr dahinter, wie denkt die andere Seite. Und da kommen wir dann auch auf Wertekonflikte hin. Ja, also wenn wir über Friedenslösungen jetzt über den Konflikt nachdenken, dann ist das auch ein Konflikt um diese Werte. Ja, wir haben ein autoritäres System, wir haben eine Demokratie und diese Werte, die dahinter stehen und damit auch die Erwartung auch der Bevölkerung, nicht nur der Politik, sind so konträr, dass sie jetzt eben so aufeinanderprallen. Und deswegen zum Beispiel erwarte ich jetzt nicht unbedingt, dass eine Friedenslösung in den nächsten Wochen passieren wird. Aber ich da mal eine Frage selbstverständlich. Denn ich hadere auch mit dieser Frage, ist Putin irrational oder rational? Wenn man den Rationalitätsbegriff aber so systemimmanent sieht, dass man sagt, also man hat ein völlig anderes System, was man wirklich in keiner Hinsicht akzeptiert, und billig dem aber Rationalität zu, habe ich damit schon ein Problem. Also etwas, also ein Angriffskrieg, ein solches Verbrechen wie das, was dort passiert, mit so viel Leid und Zerstörung, noch mit dem Rationalitätsbegriff in Verbindung zu bringen, fällt mir wirklich schwer. Ich verstehe Ihren Ansatz, ja, aber ich finde diesen Begriff dafür, also das darf der eigentlich nicht mehr decken. Sie hatten ja auch gesagt, es ist nachvollziehbar. Da würde ich, wäre ich direkt bei Ihnen zu sagen, man kann das schon verstehen, aber rational finde ich es auch nicht. Mhm. Bleiben wir mal bei den konkreten Themen, also die wir diskutiert haben oder die immer auf eine bestimmte Richtung diskutiert. Wir reden über Rüstung und über Aufrüstung und über Waffenlieferung an die Ukraine. Das Credo, keine Waffen in Spannungsgebiete, hat in Deutschland, glaube ich, seit 1949 war das so und hat das so funktioniert. Und man hat sich da dran gehalten. Plötzlich geht das in einem Tag, Zeitenwende, ist das vorbei. Sind solche Positionen, die bei uns so lange da waren, eigentlich noch haltbar? Also müssen wir das alles neu bewerten? Denn dass Rüstung und Waffen ein Problem sind, ist keine neue Erkenntnis. Was denken Sie darüber? Wir können gleich noch mal weiter über Energie auch noch mal sprechen. Schwierige Frage, sehe ich. Ich halte das für völlig selbstverständlich, dass man sich verteidigen können muss. Natürlich würde auch ich mir eine Welt ohne Waffen wünschen.
aber das ist irrational. Das ist unvernünftig. Ja. Es muss die Möglichkeit geben, seine, und ich spreche jetzt nicht von Interessen, sondern die Integrität eines Staates und der dort lebenden Menschen und der Gesellschaft zu schützen. Und das geht ohne Waffen nicht. Und da würde ich mir auch ein noch viel stärkeres Europa wünschen. Also ich glaube, es gibt auch eine Doppelmoral. Ja. Also wenn wir genauer etwas hinschauen, ist es ja nicht so, dass wir früher keine Waffen geliefert haben. Also in dem Syrien-Konflikt haben wir die Kurden zum Beispiel militärisch unterstützt, damit sie sich genauso wehren können. Wir haben das auch in anderen Konflikten früher gemacht. Also es ist nicht ganz so, dass es so eindeutig ist, dass das was völlig Neues ist. Natürlich sind die Dimensionen neu und der Konflikt hat eine andere Dimension natürlich als der Syrien- oder der Irak-Konflikt. Und es ist uns emotional auch sicherlich näher und dadurch hat es eine andere Bedeutung. Das heißt, wir müssen uns auch ein Stück weit ehrlich machen bei dem. Ja, es ist eine gewisse Frage der Ehrlichkeit. Ja. Einfach sich trennen von ideologiegetriebenen Absolutismen. Genau, ja. Das sind ja einfach nur ideologiegetriebene Absolutismen, keine Waffen in Krisengebiete. Dann hätten die Kurden nicht unterstützen können. Ja. Genauso, was Energiefragen geht, da haben wir uns ja auch einfach in ideologische Ecken gedrängt, denen wir aber in der Realität einfach, die müssen wir anpassen. Wir müssen, glaube ich, weg von diesen Absolutismen, wo wir uns dann Beweglichkeit nehmen. Und das ist jetzt egal, ob wir über Waffenlieferungen reden, über Energien reden und genauso, ob wir über Lieferketten reden. Denn wenn wir das ehrlich betrachten würden, das ganze Thema Problem der Lieferketten und der Menschenrechte, dann würde keine Photovoltaikanlage mehr gebaut. Genau. Weil die Rohstoffe aus Gebieten dieser Welt kommen, wo man unsere Art von Arbeitsbedingungen nicht einhält. Nehmen wir diesen Faden nochmal auf. Also die Frage Moral, haben Sie gesagt, doppelte Moral. Jetzt haben wir lange über Katar geredet und die Dinge, die die tun beim Bau von Fußballstadien. Und es war ganz klar, dass Katar irgendwie ein bisschen böse ist. Jetzt liefern die Gas und dann ist Katar plötzlich gut. Ist das eigentlich eine Art und Weise, richtig darüber zu reden? Also, oder tauscht man nur den einen Diktator gegen den anderen? Nein, ich glaube, es gibt einen grundlegenden Unterschied. Also das Problem, was wir zum Beispiel bei den Gaslieferungen oder Gasabhängigkeit haben, ist, dass wir zu 55% von einem Land, und wenn wir ehrlich sind, sogar von einem einzigen Konzern, nämlich Gazprom, abhängig sind. Das ist etwas, was ich persönlich wahrscheinlich als einer der wenigen seit 16 Jahren kritisiert habe, ohne besonders Gehör zu finden. Aber bei Katar, natürlich, wir könnten das auch ablehnen. Ne? Aber wie gesagt, wir sind Export-Vize-Weltmeister. Unser Lebensstandard basiert auf Exporten. Wenn Sie das pro Kopf hochrechnen, ist das weit über allem anderen. Das heißt, wir können nun mal nicht nur Handel treiben mit den wenigen Demokratien, die zahlenmäßig auch noch abnehmen. Ja, das Problem ist eher, wir sollten uns eher nie wieder von einem einzigen Land, von einem einzigen Konzern in der gleichen Weise eben abhängig machen, sondern das so weit wie möglich entsprechend diversifizieren. Und das ist auch etwas, was im Moment Herr Habeck auch mit bestimmten politischen Vorgaben und Prozentzahlen zum Beispiel versucht auch umzusetzen. Vielleicht gehen wir noch mal so ein bisschen auf die konkreten Themen, die rund um diese Zeitenwende uns betreffen. Boykottmaßnahmen, Embargo-Maßnahmen, die verhängt worden sind. Wie geht die Wirtschaft damit um? Wird das akzeptiert oder gibt es dann doch irgendwie so die Haltung, dass man sagt, ich brauche aber dieses Zwischenprodukt und irgendwie müssen wir da eine Lösung finden? Wie beobachten Sie das? Also wir hatten die Diskussion im DIHK. Und wir haben ausgesprochen Anerkennung von der Politik bekommen, weil die Wirtschaft es, glaube ich, in weiten Bereichen mitträgt. Weil Wirtschaft lebt auch von Freiheit und von unseren demokratischen Grundwerten. Das braucht unsere Gesellschaft, das braucht die deutsche Wirtschaft. Und ich glaube, das Zusammenspiel zwischen Wirtschaft und Politik funktioniert in diesem Punkt exzellent. Herr Vogt, wir haben heute Inflationszahlen gehört, die, glaube ich, bei 7,2% liegen aktuell. Das sind ja Zahlen, wie wir sie, ich glaube, Jahrzehnte nicht gehabt haben. Was passiert da im Moment bei Ihren Kunden und bei dem Thema, wie reagieren die auf diese Herausforderung, ihr Vermögen zu sichern oder ihre Perspektive, das Stichwort Rente viel gerade zu sichern, nach vorne zu sichern? Also wenn man an die Unternehmer jetzt mal denkt, als erstes mal das aufzugreifen, was Herr Hagen gesagt hat, dann ist das natürlich für alle Unternehmer ein großes Problem.
weil man in so einer Situation eigentlich nur schlechterdings kaum noch investieren kann. Wenn Sie eine Investition rechnen wollen, dann brauchen Sie, ich sag mal, die Möglichkeit, einigermaßen stabile Preise zu vereinbaren. Wenn Sie heute versuchen, eine Werkshalle zu bauen, dann kriegen Sie gar keine Angebote mehr mit irgendwelchen Preiszusagen, um das tun zu können. Und wenn Sie es dann trotzdem noch wagen, wissen Sie aber hinten raus nicht, ob Sie dann für Ihre Produkte überhaupt noch einen Abnehmer finden, weil die dann vielleicht so teuer sind, dass sie keiner mehr kaufen will oder kann. Also für die Unternehmen ist es sehr schwierig, die Inflation, bei Investitionen, aber auch im Absatz selber, denn man muss ja eben seine Preise auch anpassen. Gucken wir uns mal alle Transportfirmen an, die jetzt sofort mit gestiegenen Benzinpreisen arbeiten müssen. Die müssen das ja weitergeben. Das ist ein Riesenproblem und wird dann sicherlich irgendwann auch mal im Lebensmittelregal ankommen. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Und für Privatkunden ist es so, dass man im Grunde jetzt im ersten Schritt mal Ruhe bewahren muss. Und das, was wir ja immer schon empfohlen haben, ist auch zu diversifizieren. Also nicht nur alles in eine Vermögensklasse, sondern eben dann auch breiter zu streuen. Und dann ist man im Grunde gut aufgestellt, auch für so eine Situation wie jetzt. Wir haben ja eine Situation, wo viele Menschen Angst haben, weil so ein bisschen unklar ist, was passiert. Energieversorgung, wir haben die Situation in der chemischen Industrie, dass die sagt, wenn wir kein Gas mehr bekommen, haben wir richtig ein Problem. Sind wir eigentlich, ist unsere Situation so belastbar, dass man sagen kann, wir haben Spielräume, dass wir da durchkommen? Oder sind die Sorgen berechtigt? Wie schätzen Sie das ein? Da fehlt mir persönlich jetzt der vollständige Überblick, aber ich glaube, da haben wir einen Experten sitzen. Ich kann jetzt nur das sagen, was ich so erlebe und auch im Gespräch mit Unternehmern. Und da muss man natürlich sagen, ein Gasembargo oder auch ein Gasstopp, der uns aufgezwungen würde, hätte schon dramatische Folgen. Also das werden wir auf die Schnelle nicht kompensieren können. 25% des Gasverbrauchs werden von Unternehmen genutzt. Nur ein Bruchteil wirklich von privaten Haushalten. Die würden ja auch lange versorgt. Aber es gibt eben auch Industrieanlagen. Wenn Sie die einmal runtergefahren und abgeschaltet haben, fahren Sie die nicht mehr rauf. Und zwar gar nicht mehr. Und das hat dann natürlich auch Auswirkungen auf Arbeitsplätze, auf das Unternehmen insgesamt. Also von daher sollte man mit Forderungen nach Embargos und Stopp vorsichtig sein, ist aus meiner Sicht ganz zu Ende denken und nicht ausschließlich auf volkswirtschaftliche Modelle, so wie ich die Volkswirtschaft da ja schätze, vertrauen, sondern vielleicht auch nochmal andere Fakultäten dazu holen und fragen, was es denn heißen kann. Herr Umbach, wie schätzen Sie das ein? Also ich habe Anfang Januar eine Analyse geschrieben, die ging noch davon aus, dass wir ungefähr die Hälfte der Importe einigermaßen auffangen können. Die Bundesregierung geht jetzt im Falle Deutschlands davon auch aus, dass man ungefähr 50% der Gasausfälle kompensieren könnte durch Energieeinsparungen, durch Substitution mit anderen Energieträgern und höheren Flüssiggasimporten. Es gibt sicherlich noch Einsparpotenziale. Man darf ja auch nicht übersehen. Niemand war auf diese Szenarien in der Art und Weise wirklich vorbereitet. Es gab zwar immer Notfallpläne, gerade auch für die Gasunternehmen, aber wir haben letztendlich keine wirklichen Erfahrungen damit. Das heißt aber auch positiverweise, dass die Unternehmen bisher gar nicht so genau hingeguckt haben in einem wirklichen Krisenfall, wo ich wirklich alles umwälzen muss, auch in dem eigenen Unternehmen, wo kann ich vielleicht was einsparen etc. Da gibt es sicherlich auch Potenziale, die im Moment noch gar keiner gedacht hat. Ja, aber ich würde auch sagen, das geht auch in Ihre Richtung, wenn es um Lieferketten geht. Wir haben eine so vernetzte Wirtschaft, dass es immer wieder kaskadenartige Auswirkungen gibt. Und ich kenne das aus einem anderen Bereich, wenn Sie zu Cybersecurity arbeiten, kritische Infrastrukturen zum Beispiel. Da haben wir auch in Simulationen zum Beispiel immer wieder erlebt, dass wir selber überrascht waren, welche kaskadenartigen Auswirkungen es entsprechend gibt, die wir völlig unterschätzt haben. Herr Rang, ist die Wirtschaft anpassungsfähig genug? Also schafft die das? Ich bin da grundsätzlich sehr optimistisch, denn wenn wir uns ansehen, Corona, da haben wir uns überlegt, was passiert jetzt hier? Ne? Wir stellen diese Republik aus. Du hast eben gesagt, Finanzkrise, was hatten wir da für Ängste? Ne? Auch sämtliche Umwälzungen in den Zins- und Währungssystemen. Bisher haben wir das alles geschafft. Es gibt so ein paar Ecken, wo ich sage, die Wirtschaft mag ja die Anpassungsfähigkeit noch haben, aber hat die Gesellschaft die Anpassungsfähigkeit? Hat die Politik die Anpassungsfähigkeit? Denn hier kam gerade das Stichwort Cybersecurity, aber eben auch das Thema Digitalisierung. Ja.
das geht ja exponentiell. Geht der Mensch das noch mit? Das Unternehmen mache ich mir weniger Sorgen. Ich mache mir an für sich Sorgen um die Menschen, ob die das, was hier passiert, sowohl in den Krisen, aber auch dann eben in der Dynamik von Digitalisierung, geht der Mensch das noch mit? Wenn ich heute eine Flugreise buche, muss ich ja halber Informatiker sein. Aber man schafft es. Frau Wuppen, gibt es so etwas wie eine, wir leben ja in einer Situation nach Corona, wo wir eine sehr polarisierte Situation in der Gesellschaft haben. Jetzt kommt was Neues dazu und ein ganz anderer Konflikt dazu. Gibt es eigentlich sowas wie eine Grenze der Belastbarkeit auch in gesellschaftlichen Zusammenhängen? Droht uns mehr Spaltung auch in der Gesellschaft? Das Spaltungspotenzial oder das Unruhepotenzial, das Potenzial, dass die Menschen nicht mehr an die Demokratie glauben oder an Freiheit glauben, das ist schon hoch. Also in einer Studie der Körber-Stiftung wurde 2021 der Befund erhoben, dass nur noch 50% der Menschen wirklich von dieser Demokratie überzeugt sind. Das finde ich eine erschreckend geringe Zahl. Und dass auch nur 54% der Menschen noch den Eindruck haben, sie können das sagen, was sie sagen wollen. Das waren vor 5 Jahren noch 70%. Auch das finde ich zu wenig. Das müssten 100% sein, die sagen, ja, ich lebe in einer freien Gesellschaft und kann sagen, was ich möchte. Insofern braucht es dringend dieser Themen, wie wir mit sozialer Ungleichheit umgehen. Denn so eine Inflation, von der Sie eben sprachen, manche trifft die nicht wirklich und manche trifft sie existenziell. Und da braucht es Ausgleichsmechanismen, da muss auch das Signal kommen aus den gesellschaftlichen Gruppen, die damit ganz gut umgehen können. Ja, wir sind für euch da, wir sind bereit, auf Dinge zu verzichten und auf den Urlaub, auf alles Mögliche. Meinetwegen auch ein höherer Steuersatz, will jetzt gar nicht in die Details gehen. Aber einfach zu sagen, hier gibt es eine Herausforderung, die leisten wir nur, indem es Menschen gibt, die verzichten. Und zwar zugunsten derer, die nichts zum Verzichten haben. Und diese Diskussion, die müssten wir führen. Und ich möchte jetzt nicht immer von Spaltung sprechen, aber diese Überzeugung, dass unsere Demokratie nicht mehr in ihren Institutionen legitim ist, dass sie uns nicht mehr überzeugt, das darf nicht passieren. Und die Gefahr sehe ich durchaus. Ich glaube, es ist auch nichts. Herr Umbach-Danhagen. Ja, aber Inflation, wir kriegen sie jetzt vor Augen geführt, weil sie jetzt so gemessen wird, wie wir das von der Wirtschaftswissenschaft gelernt haben, in Warenkörben. Aber in Wahrheit haben wir die letzten 10 Jahre ganz massive Inflation in den Vermögenswerten gehabt. Mhm. Wenn ein Haus, was vor 10 Jahren 300.000 gekostet hat, heute 600.000 kostet und auch noch 10 Jahre älter geworden ist, das ist Inflation. Wenn sich Staatsanleihen von einer 7% Verzinsung auf eine 0% Verzinsung gleichzeitig der Kurs steigt, das ist Inflation. Wir messen sie nur nicht. Wir messen keine Vermögensinflation. Wir messen Inflation immer nur in Warenkörben, in Verbraucherindizes. Aber es ist ja eine spannende Frage. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Ohne jetzt in eine volkswirtschaftliche Diskussion zu verfallen. Aber sie wäre spannend. Ja, ja. Aber diejenigen, die von der Vermögenspreisinflation profitiert haben, sind nicht diejenigen, die jetzt unter der Warenkorbinflation leiden. Das ist genau der andere Teil der Gesellschaft. Aber erstmal Herr Umbach. Ich wollte noch auf einen Punkt noch mal eingehen, den Sie gerade so ein bisschen ansprachen. Ich glaube, wir neigen dazu, ich bin ja auch in einer Generation groß geworden, wo wir eigentlich nichts anderes kennen. Ja, wenn wir an Demokratie, Werte etc. denken, dann ist das für uns selbstverständlich. Wenn Sie viel international unterwegs sind, merken Sie schnell, das ist nicht selbstverständlich. Für mich erschreckend, vor ein paar Tagen eine Umfrage sehen. Ich weiß jetzt nicht, wann diese Umfrage gemacht worden ist, aber da sind europaweit Bevölkerungsteile gefragt worden, sind Sie bereit, Ihre Demokratie, Ihr Land zu verteidigen? Und da war an erster Stelle war interessanterweise die Ukraine. Wenn sich viele auch Frauen fragen, zum Beispiel, die selber jetzt zur Waffe greifen, dann sagt man, nein, wir möchten auf keinen Fall in einem System wie Putin leben, ja, wo ich keine Demokratie, keine persönliche Entfaltung habe, keine freie Meinungsäußerung etc. Ja, und in Deutschland mit dem höchsten Lebensstandard, wo wir eben für vieles offensichtlich als normal empfinden, war dieser Anteil, werden Sie als Deutschland
Deutsche sozusagen ihr Land verteidigen, das waren noch ganze 18% und das war der geringste Anteil in ganz Europa. Und das wirft so ein bisschen so grundsätzliche, glaube ich, Fragen auf, die wir auch in meiner Generation oder auch bei meinen Kindern zum Beispiel schon die Dinge ein bisschen sensibilisieren müssen, weil ich glaube, wirklich viele Dinge nicht selbstverständlich sind. Wie kriegen wir denn so eine Diskussion in Gang? Es geht ja letztlich um die Frage, müssen wir das Teilen neu lernen? Also den Wohlstand, den wir haben, neu teilen, die Ressourcen, die wir haben, neu teilen. Wie kriegt man so eine Diskussion in Gang? Das muss aus allen gesellschaftlichen Akteursgruppen kommen, die es gibt. Also da haben Universitäten eine Rolle, da hat die Politik eine Rolle, da haben zivilgesellschaftliche Akteure eine Gruppe. Das ist letztlich ja auch eine Bildungsaufgabe. Ja, das gehört als ein ganz zentrales Thema zum lebenslangen Lernen dazu. Da haben die Medien eine ganz wichtige Rolle, ja, weil die natürlich über ihre Art von Berichterstattung, über die Schlagzeilen, über die Themen, die sie setzen, auch eine große Rolle spielen. Auf welche Art und Weise wird das diskutiert? Wir haben es ja auch in den letzten Jahren gesehen, welche Rolle Talkshows eingenommen haben. Ja, einmal, sie wurden in der Pandemie sind sie weggegangen von den sehr kontroversen Dingen, mehr so auch Richtung Information. Das wurde eingeschaltet, um mal unterschiedliche Sichtweisen auch auf die Sachverhalte zu werfen. Und all diese Menschen sind in der Verantwortung, diese gesellschaftliche Debatte zu führen. Das kann natürlich nicht ein einziger. Was mir aber eben tatsächlich jetzt seit schon einer geraumen Zeit Sorge macht, ist, dass ich das Gefühl habe, dass dieser Resonanzraum zwischen Politik und Gesellschaft schlechter geworden ist, dass nicht mehr auf Augenhöhe wirklich miteinander gesprochen wird, auch innerhalb der Politik manchmal. Es ist jetzt zu pauschal gesagt, das weiß ich, aber einfach mal, um das Problem auf den Punkt zu bringen, nicht mehr auf Augenhöhe diskutiert wird, nicht sachorientiert diskutiert wird, sondern man dieses Gefühl hat, da wird man als Bürger so hin und her geschoben irgendwie. Es wird auch nicht vernünftig erklärt. Die Beratungsgremien, die es gibt, kommen mit ihren ganzen Empfehlungen nicht durch. Es wird eher dekretiert als diskutiert. Das sind Entwicklungen, die einer Demokratie nicht gut tun. Kann denn diese Situation, wie wir sie in der Ukraine im Moment erleben, dass da ein Diktator, ein Autokrat eine Demokratie angreift, kann das uns auch einen Schub geben in der demokratischen Entwicklung? Also, dass wir uns besinnen sozusagen auf die Dinge, die uns betreffen, die unsere Werte sind, die uns stark machen? Oder ist die Skepsis? Also Krise heißt vom Wort her Entscheidung. Ja, wir müssten uns entscheiden. Es wird etwas fundamental in Frage gestellt und deswegen braucht man neue Antworten. Die Vorstellungen, die wir von unseren Zukünften gehabt haben mit all der Sicherheit etc., die müssen wir nun unter völlig anderen Bedingungen gestalten. Also müssen wir erheblich umdenken. Da muss man aus der Komfortzone raus. Das hat mit Bequemlichkeit nicht mehr viel zu tun. Und diese Bereitschaft dazu zu fördern, ist ein Prozess. Und wir können nur hoffen, dass die Gesellschaft, dass wir alle den gut mitgestalten. Krise ist auch immer eine Chance, eben dieses Neue zu denken. Ja, und ich glaube, ein Teil des Problems war, etwas zum Beispiel in Amerika wird auch in der Ausbildung, auch in den Universitäten schon vor 20 Jahren sehr viel Wert drauf gelegt worden, viel strategischer zu denken, in alternativen Szenarien zu denken. Ja, und wir hangeln uns immer mit einer Erwartung durch, wo wir sozusagen die Zukunft beschreiben, in einer linearen Fortführung unserer eigenen geschichtlichen Erfahrungen, die wir gemacht haben. Also ich versuche meinen Studenten bei jeder Hausarbeit, die zu verdonnern, am Ende sozusagen mindestens drei unterschiedliche Szenarien zu entwickeln, weil dann müssen sie sich sozusagen, dann sind sie gezwungen, über Dinge plötzlich nachzudenken, die sie ansonsten nie andenken würden. Und das wird ja zum Beispiel auch in der Wirtschaft vermehrt gemacht, wenn sie als Consultant wie unser einer unterwegs sind, wo zunehmend eben dies abgefragt wird, ne? Dass sie sozusagen sehr viel stärker in Szenarien denken und dann rennen sie sozusagen nicht ganz so in diese Gefahr, dass sie sozusagen sich von Wirklichkeiten auch lösen und sehr viel besser auch auf alternative Entwicklungen vorbereitet sind. Können Unternehmen da was beitragen oder kann die Wirtschaft was dazu beitragen? Ich würde gerne noch einen Gedanken von der Frau Wuppen aufnehmen. Was die Politik angeht, das, was mich beunruhigt und gleichzeitig frustriert. Einerseits hat die Politik gezeigt, sie kann sehr geschlossen auf Krisen reagieren. In Corona
wirklich Grundrechtseinschränkungen, jetzt auch Ukraine. Auch da hat Politik sehr entschlossen reagiert. Wir haben andere Felder. Das hat für Deutschland aber ziemlich gedauert mit der Ukraine, dass die mal reagiert haben. Ja, aber es gibt andere Politikfelder, wo sich an für sich alle politischen Parteien einig sind. Jetzt nehme ich natürlich was Wirtschaftslastiges. Planungsprozesse. Die Italiener bauen in 2 Jahren eine Brücke in Genua. Und wir sagen, wir wären stolz, wenn wir es in 5 Jahren schaffen. Die gesamte Politik weiß, wo das Problem liegt. Aber sie hat nicht die Kraft, das Problem zu lösen. So, und das ist was mich wirklich beunruhigt. Gerade wo wir wissen, dass Italien an für sich die überbordendste Bürokratie hat. Aber es ist möglich, in 2 Jahren eine Brücke zu bauen. Und wir muten den Menschen hierzu, in Hagen, eben in einer absoluten Katastrophe zu verenden. Wobei es gibt ja das Gegenargument, Tesla hat jetzt gerade seine Fabrik eröffnet. Das haben die, glaube ich, in 2,5 Jahren. Also, das adelt diesen Standort. Also ich muss ehrlich sagen, nicht nur, dass Tesla kommt, sondern auch, dass Intel kommt in der Chipper-Fabrik. Ne? Bei allem Leid, was wir immer klagen, das adelt diesen Standort unfassbar, dass 2 solche amerikanische Konzerne hier investieren. Aber bleiben wir noch mal bei dem Thema. Denn wir haben ja diese Debatte um diese berühmten Flüssiggasterminals, die da an der Niederelbe entstehen sollen, Wilhelmshaven entstehen sollen oder entstehen sollten. Wo man jetzt sagt, ja, da sind wir jetzt seit 2, 3 Jahren dran, aber so recht ist man da noch nicht so weit und die schleswig-holsteinischen Grünen finden das auch irgendwie alles nicht so prima. Können wir das noch? Also jetzt müssen wir schnell reagieren. Können wir das noch? Also in dem Fall bin ich optimistischer. Mhm. Aber tatsächlich ist es so, wir haben bereits vor 25 Jahren über Flüssiggasterminals diskutiert. Und das Gelände für einen dieser Flüssiggasterminals ist in Wilhelmshaven. Und das Gelände dafür war vor mehr als 20 Jahren schon vorgesehen. Ja, wir haben das nicht gemacht. Das hat auch mit Lobbyismus zu tun und Abhängigkeiten, die damals schon da waren, wo man sich gewehrt hat, dass wir uns bewusst diversifizieren wollen. Und wenn Sie zu abhängig sind von einem ausländischen Gaskonzern als deutsches Unternehmen, dann entstehen hier sozusagen Oligopole, über die wir sozusagen lange Zeit einfach hinweggeschaut haben. Jetzt sind aber Planungsprozesse vor 2, 3 Jahren schon initiiert worden. Dann war ja dieser Prozess nochmal politisch gestoppt worden. Aber da sind teilweise Umweltgutachten und vieles auch gemacht worden. Und jetzt hat Habeck sich bemüht, und da bin ich jetzt auch ein bisschen zuversichtlicher, dass das tatsächlich innerhalb von wenigen Jahren tatsächlich auch umgesetzt wird. Aber wenn man das aber grundsätzlich teile ich Ihre Sorgen. Also eher Frage. Skepsis, Skepsis. Ich frage mich vor allem, wie wir das überwinden. Ja, wir haben uns in unserer Selbstzufriedenheit relativ gut eingerichtet, genau, und fühlen uns da auch wohl. Und jetzt kommt ein externer Schock. Und jetzt laufen wir ein bisschen rum und wissen nicht genau, was wir tun sollen. Und wird das denn zu Veränderungen führen? Oder ist, wenn der Schock vorbei ist, dann sagen wieder alle, ach, und ging doch früher auch. Wenn der Schock schnell zu Ende ist, sprich Frieden morgen, glaube ich, wird es zu keiner Veränderung führen. Wenn es länger dauert, dann haben wir eine Chance, dass es die Gesellschaft verändert. Aber das ist aus meiner Sicht zumindest ja eine Meinungs- und Verhaltensänderung. Und in der Tat, der Resonanzboden zwischen Bevölkerung und Politik fehlt. Es wird auch nicht erklärt. Und deswegen ist das aus meiner Sicht ein langwieriger Prozess. Und ich kann mir noch nicht so 100% vorstellen, wie der organisiert werden soll. Roman Herzog hat lange bevor er Bundespräsident wurde, mal einen herrlichen Satz gesagt bei den Benzberger Rechtsgesprächen. Er hat gesagt, wenn man jede Verordnung einfach streichen würde, deren Nummer nicht ohne Rest durch 3 teilbar wäre, wäre der Vorteil mit Sicherheit größer als der Nachteil. Das fand ich ein sehr gut. Kann man vielleicht. Ist das jemals erprobt worden? Das wäre doch mal. Ich fürchte nicht. Aber es gibt ja zum Beispiel so kleine Hoffnungsschimmer. Zum Beispiel habe ich heute gelesen, die Forschungsministerin hat eine Beauftragte für soziale Innovationen eingerichtet. Da hat sie eine Empfehlung aufgenommen des Hightech-Forums aus der letzten Legislaturperiode, wo es um die technologische, wissenschaftliche Strategie für Deutschland geht, Perspektive 2025. Und wir haben damals ein Impulspapier geschrieben zur sozialen Innovation. Denn jeder spricht von technologischen Innovationen, aber soziale Innovationen sind ja mindestens genauso wichtig. Da gibt es ja auch Überschneidungsbereiche. Sozialunternehmen fördern, ja, die für gemeinnützige Zwecke, aber unternehmerisch tätig sind, die herausragende gesellschaftliche Probleme aufgreifen und da innovativ unterwegs sind.
Und wenn solche Akzente gesetzt werden, dann tut sich etwas, weil plötzlich neue Netzwerke entstehen, neue Förderformate und soziale Innovationen gehen in den Markt und haben so eine Rate, tatsächlich erfolgreich zu werden, von 34%, während das in anderen Bereichen nur 11% sind. Also da lohnt es sich. Und ich glaube, dass auf diesen Wegen sich auch einiges bewegen kann. Das war jetzt ein kleines Beispiel, aber Ähnliches kann etwas tun. Gibt es so Impulse auch aus der Wirtschaft? Also wir haben ja sehr viel geredet die letzten Jahre über Start-ups und ähnliche Dinge, wo ja auch eine starke Mobilisierung wirtschaftlich jetzt da war. Aber da kann man ja sehen, welche Kräfte auch in der Wirtschaft stecken. Kann man auch für so ein gesellschaftliches Thema wirtschaftliche Möglichkeiten? Sie haben ein Unternehmen, das sich ja gesellschaftlich sehr stark engagiert. Ist da eine Chance drin? Also sehen Sie Möglichkeiten, was zu tun? Natürlich im Rahmen dessen, was wir in unserem sozialen Engagement tun und gesellschaftlichen Engagement tun, werden wir da mitwirken und werden wir auch entsprechende Initiativen unterstützen. Gar keine Frage. Jeder kann das mit seinen Mitarbeitern tun, mit seinen Auszubildenden. Da wird auch in vielen Unternehmen viel getan. Aber das ist nur ein kleiner Beitrag. Ich glaube, das muss eine größere gesellschaftliche Bewegung werden, wo alle Akteure mitmachen müssen und wo insbesondere auch glaubhaft vorgelebt werden muss. Ich glaube, wir brauchen an der Stelle auch wieder Vorbilder, an denen man sich orientieren kann. Und die sehe ich im Moment noch nicht. Aber da müssen wir gemeinsam dran arbeiten, denn wir wollen ja die Meinung und das Verhalten der Gesellschaft wieder ändern. Das heißt, Solidarität und Kooperation, Frau Schnabel sagt das, glaube ich, auch, sind Dinge, die wir stärker brauchen, also die gefördert werden müssen. Also wenn ich, ist einer meiner Lieblingssprüche, wenn ich die Welt verstehen will, muss ich die nicht verstehen, sondern ich muss mir gucken, was unsere Kinder machen. Und dann bin ich wiederum relativ optimistisch. Da geht es jetzt nicht um meine Kinder im Speziellen, sondern insgesamt, wenn ich gucke, was heute Studierende umtreibt, dass die eben umtreibt, dass sie die Welt durch Innovation verändern wollen. Das sehen sie auch im Wahlverhalten. Das finde ich sehr eklatant, wenn auf einmal nicht die Erstwähler sehr einseitig bei den Grünen sind, sondern auf einmal eine Wahl kommt, wo auf einmal FDP und Grüne bei den jungen Wählern gleich auf sind. Und ich habe mich da letztlich noch intensiv mit dem Präsidenten der örtlichen Hochschule drüber unterhalten. Und er sagte mir, er würde genau diesen Effekt bei seinen Studierenden erleben. Die würden sagen, lass es uns anpacken. Lass es uns anpacken mit Innovationen. Lass es uns anpacken, indem wir was verändern und nicht indem wir was verbieten und noch eine weitere Verordnung auf die nicht durch drei Teilbahnen da oben drauf setzen. Aber das Zitat müssen Sie mir mal geben, das ist herrlich. Wir sprechen so ein bisschen ja schon über die Welt von morgen und ich höre einen grundsätzlich optimistischen Ansatz, dass dass es gut ausgehen kann, dass wir Ressourcen haben, dass wir Kräfte haben, das Ganze eben auch nach vorne zu bringen, also dass dieser gesellschaftliche Dialog in Gang zu bringen ist und auch gelingen kann. Gucken wir nochmal vielleicht auf andere Folgen, die wir sehen, also in der Welt von morgen. Wir haben viel gesprochen in den letzten Tagen auch über Deglobalisierung, also auch ein wirtschaftliches Thema, wo man sagt, Lieferketten war hier schon mehrmals ein Thema, dass diese Lieferketten reißen, dass wir uns da auch an der Stelle ganz neu aufstellen müssen. Sehen Sie das? Ist das ein Trend oder ist das jetzt im Moment so in der Sorge, dass wir nicht zurechtkommen, dass alle sagen, ja, wir müssen das tun, aber es wird da nichts passieren? Es ist immer so ein bisschen die Frage, was auch Deglobalisierung sozusagen bedeutet. Heißt das sozusagen völlig zurück zu nationalen, regionalen Märkten? Das glaube ich nicht. Aber ich habe früher auch davor gewarnt, weil ich das Thema Versorgungssicherheit, egal ob das jetzt Energieträger sind, kritische Rohstoffe oder anderes, immer ein komplett anderes Verständnis hatte als das, was wir in Deutschland so haben. Das hat vor allem bei mir damit zu tun, weil ich in Asien, in den USA und auch teilweise in Russland gelebt und gearbeitet habe und da immer völlig andere Erfahrungen gemacht habe. Und deswegen glaube ich, ist das, was mit Corona schon passierte, Sie sprachen vorhin Medikamente ein, medizinische Ausrüstung, da haben wir plötzlich gemerkt, nein, wir können im Ernstfall in einer globalen Krise nicht völlig von Produktionsstätten nur in Asien abhängen. Aber das heißt, wir versuchen das teilweise zurückzubringen. Nehmen wir aber mal das Beispiel, also medizinische Schutzausrüstung. Wir haben, glaube ich, sehr viel Geld investiert in die Produktion von Masken, als die Masken knapp waren. Inzwischen gibt es keinen deutschen Maskenhersteller mehr. Ich glaube, wir haben einen einzigen hier irgendwo in der Region, den wir identifizieren konnten. Ansonsten ist das wieder komplett verschwunden. Also ist das immer so Strohfeuer? Also ich
weiß es jetzt nicht. Also wenn wir davon gesprochen haben, Lieferketten zurückzubringen, dann waren wir uns auch darüber bewusst, dass das nicht notwendigerweise jetzt alleine nach Deutschland sein muss, sondern nach Europa, innerhalb der EU, wo wir gemeinsame Spielregeln, Werte und auch eine Ausgangsbasis entsprechend haben. Das müssen wir nicht alles jetzt in Deutschland organisieren. Ja, aber ich glaube, genauso wenig sind wir beraten, von einem Extrem ins andere zu gehen. Also jetzt komplett alle globalen Lieferketten abschaffen zu wollen, halte ich auch für unrealistisch. Sondern wir müssen gucken, wie so oft die goldene Mitte zu finden und eine Balance zu finden zwischen globalen aufgestellten Lieferketten, aber auch anzuerkennen, anderes Thema, kritische Rohstoffe, wenn wir über 55% Erdgasabhängigkeit sprechen, müssen wir eigentlich noch sogar viel mehr über die 80% Abhängigkeit von China bei kritischen Rohstoffen sprechen, zumal die immer wichtiger werden, denn für den Ausbau der erneuerbaren Energien, Sie haben es auch vorhin schon mal angesprochen, egal ob das jetzt Solar, Windkraft etc. betrifft, brauchen Sie seltene Erden, Sie brauchen Lithium und viele andere Rohstoffe. Und da haben wir eine Abhängigkeit, die ist sogar noch viel größer etwa als bei Erdgas. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht von dieser fossilen Energieabhängigkeit und geopolitischen Risiken wegkommen und damit sogar noch höhere Abhängigkeiten in Bezug auf China eingehen. Und deswegen dürfen wir da nicht blauäugig sein, sondern wir müssen auch da schauen, dass wir tatsächlich parallel agieren müssen. Das macht es natürlich nicht leichter. Und wir dürfen nicht nur, wenn wir über Globalisierung oder Deglobalisierung reden, in industriellen oder wirtschaftlichen Wertschöpfungsketten denken. Das ist doch viel zu kurz gesprungen. Wir brauchen den Regenwald von Südamerika fürs Weltklima. Das brauchen wir. Wir brauchen den genauso am Äquator in Afrika. Wir können genauso wenig moralisch, ethisch zulassen, den Hunger auf der Welt zu akzeptieren. Wir müssen Themen wie Weltbevölkerung ganz anders in den Griff kriegen. Also das sind alles Themen von Globalisierung. Und das sind die Themen, die ich jetzt angesprochen habe. Das sind unsere medizinischen Rohstoffe. Entschuldigung, ein Fliegenschiss. Aber wenn ich das vielleicht noch einhaken darf, die Neuordnung der Lieferketten, das läuft schon seit Corona gestartet ist, weil alle Unternehmer gemerkt haben, das kann so nicht weitergehen. Und das wird sicherlich jetzt durch diese Energiekrise nochmal einen Schub bekommen, weil man in den eigenen Risikomanagementsystemen nochmal überlegt, wo habe ich denn noch zusätzliche Abhängigkeiten, die ich vielleicht bisher nicht so erkannt und identifiziert habe. Aber manche Abhängigkeiten, das erleben wir jetzt, kann auch nur der Staat deregulieren und ändern. Und da müssen wir, glaube ich, auf Ebene der Politik und der Verwaltung nochmal ein anderes Bewusstsein für bekommen, dass das da ähnlich gemanagt wird wie in den Unternehmen. Darf ich nochmal was aufgreifen, was Herr Hagen eben sagte? Wir haben 2016 damals im Deutschen Ethikrat den Global Summit aller nationalen Ethikräte in Berlin veranstalten dürfen. Und was sich über die Tage ergab, war ein Motto am Ende, das hieß Think Global, Act Local. Ja, und diese Spannung, die ist immer wieder neu auszutarieren in den ganzen unterschiedlichen Bereichen, in Klima, Armutsfragen, sozialer Ungleichheit etc., müssen wir global denken, aber wir müssen ja vor Ort handeln. Und da gibt es, Verzeihung, da gibt es von Alistair MacIntyre, ein Philosoph, ein ganz schönes Buch über die Anerkennung der Abhängigkeit, jetzt nicht in Form von Lieferketten, sondern dafür, dass der Mensch da so gebaut ist, dass er abhängig ist, aber auch so gebaut ist, dass er Identifikationsräume braucht. Und je globaler diese Welt geworden ist, desto mehr Nationalstaaten hat sie hervorgebracht. Das heißt, die Menschen brauchen ihre örtlichen Identifikations- und Kulturräume auch. Wir können das nicht auf Kosten der Globalisierung auflösen, sondern wir müssen im Grunde beides hinkriegen. Vor Ort starke Räume entwickeln und aber trotzdem sie global eingebunden wissen. Und das ist nicht leicht. Globalisierung macht ja vielen Menschen auch Angst, also dass sie das Gefühl haben, sie kommen unter die Räder. Müssen wir auch diese Bereiche neu diskutieren und neu denken, also auch vor dem Hintergrund von Werten und von Fragen, wie was wir wollen, also mit der Globalisierung? Ich glaube, wir müssen die Kommunen letztlich viel stärker machen, weil viel kommunal organisiert ist, viel kommunal getragen ist, weil die Menschen sich mit in ihren Kommunen, da leben sie, da haben sie ihre Beziehungen und ihren Beruf und ihre Freunde etc. Und insofern ist diese Arbeit in den Kommunen, sie auch in die
diesen Hybridformen von digital-analog weiterzuentwickeln, nicht alles nur auf die Digitalisierung zu setzen, sondern aber Plattformen zu entwickeln, an denen alle Bevölkerungsgruppen teilnehmen können, Begegnungsräume in den Kommunen schaffen, wo man seine Ideen beitragen kann, wo es partizipative gesellschaftliche kommunale Entwicklung gibt und nicht nur irgendwelche Planungsstäbe, die dann irgendwas machen, was an den Bürgern vorbeigeht. Das sind die Dinge, die, ja, die wir entwickeln können. Und die dann die Gesellschaft auch stärker machen würden, also für die globalen Herausforderungen, aber auch für die lokalen Herausforderungen. Ja, weil der Einzelne ja viel mehr zählt. Er wird ja gehört. Wir haben im Moment so viele Stimmen, die gar nicht gehört werden. Und wenn diese kommunalen Strukturen da sind, dann wird jeder gehört oder kann jedenfalls gehört werden, wenn er es möchte. Hm. Vielleicht nochmal den ganz großen Bogen von der Graswurzel auf die Weltebene. Wir haben im Moment, wenn man sieht, wie dieser Konflikt und wie, was kommt danach, ist ja immer eine interessante Frage. Im Moment die Situation, dass die Vereinten Nationen so einig sind, so relativ einig sind, wie sie es nie gewesen sind in den letzten Jahrzehnten. Steckt in dieser Krise oder in diesen Krisen, in dieser Zeitenwende auch eine Chance, die Welt besser zu machen an dieser Stelle, also zu besseren Konfliktlösungsmechanismen zu kommen? Ja, das bleibt natürlich zu hoffen. Also die Abstimmung war, glaube ich, für die meisten Beobachter sehr, sehr überraschend. Niemand hatte erwartet, dass mehr als 140 Staaten sich gegen Russland hier stellen, darunter ja auch Staaten wie in Zentralasien, selbst Kasachstan. Also das ist schon positiv überraschend gewesen. Das hat niemand erwartet. Aber wenn man dann doch genauer dahinter schaut, dann sieht man doch sehr, sehr, sehr viele Bruchlinien. Ja, und deswegen komme ich nochmal zurück auf das, was ich am Anfang sagte. Wenn die Zahl der Demokratien weltweit eher abnimmt, dann kommen wir natürlich mehr und mehr in die Bredouille. Da werden wir Riesenherausforderungen bekommen. Denn das, was Demokratien zum Beispiel führen keine Kriege gegeneinander, das kann man empirisch nachweisen. Demokratien führen Kriege gegen autoritäre Staaten, ja, aber nicht gegeneinander. Und wenn Russland eine Demokratie wäre, wenn die Ukraine ein Artikel 5 und NATO-Mitglied gehabt gewesen wäre, wenn sie auch Nuklearwaffen gehabt hätte, hätte es diese Invasion nicht gegeben. Das muss man auch knallhart so anerkennen. Und ich fürchte nur, dass die globalen Entwicklungen, da müsste ich immer vorhin nochmal zurückkommen, auch Bevölkerungsentwicklungen, Riesenherausforderungen, die da auf diese Staaten ja auch zukommen, die werden auch das Konfliktpotenzial, fürchte ich, eher mehren. Ja, und da sind wir natürlich gut beraten, natürlich von Europa unseren Beitrag zu leisten. Aber wir dürfen auch nicht übersehen, dass wir auch in der globalen Wirtschaftsentwicklung natürlich von Jahr zu Jahr schwächer werden. China hat unglaublich ja zugelegt, aber auch andere Staaten, Indien wird jetzt zum bevölkerungsreichsten Land auch an China vorbeigehen, andere Staaten werden auch an wirtschaftlicher Bedeutung zunehmen. Das heißt, wir haben eine internationale Entwicklung, wo die internationalen Beziehungen der letzten 50 Jahre von der UN angefangen, alle globalen Institutionen, regionalen, multilateralen Foren, Verträge, das sind alles westliche, wenn man so will, Erfindung gewesen, natürlich zunächst Amerika, aber zunehmend dann Europa. Die nächsten 50 Jahre, das ist völlig klar, da wird Europa, auch der Westen insgesamt, deutlich kleinere Brötchen backen müssen. Und deswegen ist eine der Folgen ja auch, oder der Lehren, dass wir diese transatlantische Beziehung mit den USA natürlich brauchen. Und dann kann man nur hoffen, dass nicht jemand wie Trump irgendwann wieder Präsident wird. Haben wir denn, wenn man noch mal so ein bisschen zurückschaut auf die letzten Jahre, die wir hier, Themen, die uns sehr beschäftigt haben, Integration, Energiewende, Klimaschutz, all diese Dinge, sind das jetzt Dinge, von denen wir uns verabschieden müssen oder die eben noch finanzierbar sind oder müssen wir sie neu bewerten? Müssen wir uns, weil wir mehr Geld für Sicherheit ausgeben, auch von diesen Dingen etwas distanzieren? Die gehören auch zur Bewältigung dieser Krise dazu. Sie sind ja genuiner Bestandteil dessen. Insofern gehören Sie in das ganze Paket mit hinein. Wenn ich aber kurz noch eine Sache ergänzen darf. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich die Stunde auch des Völkerrechts. Wenn diese Krise genutzt wird, um auch das Völkerrecht weiterzuentwickeln, jetzt müsste da ein entsprechender Jurist hier sitzen, der das besser sagen kann als ich. Aber wenn zum Beispiel es ist ja das Crime of Aggression eingeführt worden im Völkerrecht. Also im Grunde könnte Putin jetzt vor dem Internationalen Strafgerichtshof einen Prozess erhalten. Das geht aber nur, wenn der Sicherheitsrat das
entsprechend bahnt und ermöglicht. Und da wird Russland ein Veto einlegen und damit ist das Ganze dann erledigt. Das geht ja so nicht. Ja, also da passt ja was nicht. Das muss weiterentwickelt werden. Und auch die völkerrechtlichen Instrumentarien, die zwar schon eine hohe symbolische und eine hohe Ausdruckskraft haben, die müssen durchsetzbar werden. In einer globalen Welt, die aber kein adäquates, völkerrechtliches, durchsetzbares Instrumentarium hat, kommt man ja mit diesen, mit dem all dem, was wir besprochen haben, auch nicht mehr gut weiter. Also insofern hoffe ich, dass jetzt die nächsten Jahre auch sehr viel an der Entwicklung im Völkerrecht bringen werden. Aber ich habe eine ganz große Befürchtung, das geht in Ergänzung hier, was wird passieren? Wir gehen jetzt mal von dem Szenario aus, die Ukraine-Krise bewältigen wir irgendwo. Und wir haben ja zwei ganz große Effekte. Durch die Corona-Krise ist die Armut in der Welt und in der dritten Welt ja massiv gestiegen. Wir sind nicht mehr touristisch in diese Länder gereist, die Lieferketten sind zusammengebrochen, es wurden keine Textilien mehr gekauft, also die Armut in der dritten Welt ist ja massiv angestiegen. Die Ukraine-Krise, wenn die länger dauert, dann löst die gleichzeitig auch noch eine weltweite Ernährungskrise aus. Und wenn dann am Rande Europas Länder wie Marokko, Türkei, die Flüchtlingsströme steuern, dann befürchte ich, war der Flüchtlingsstrom 2015 nur ein Vorbote dessen, was uns da unter Umständen erwarten kann. Und dann können wir uns alle Diskussionen um energetischen Umbau und das können wir uns dann alles schenken. Das wird zum Sekundärproblem. Ich glaube, wir landen am Ende bei der Frage der Haltung. Wie gehen wir an Probleme, wie gehen wir an all diese Themen ran und halten wir, Sie haben gesagt, Sie sind Optimist, halten wir das für lösbar oder gehen wir zuversichtlich daran und versuchen, was zu finden? Ich glaube, schlimmer kommen kann es immer. Das stimmt. Wie würden Sie, Sie beschäftigen sich stark mit diesen außenpolitischen Fragen. Wie schauen Sie selber in die Zukunft? Also ich bin leider nicht so optimistisch, was das Völkerrecht betrifft. Ich würde es mir wünschen. Die Abstimmung, die wir da hatten, die so positiv ausgefallen war, war eigentlich, so war das auch von uns interpretiert worden, oder gerade vom Westen interpretiert worden, eine Abstimmung über die UN-Charta. Ist die noch relevant oder nicht? Mit allem, was da drin steht. Selbstbestimmungsrecht der Völker, Demokratie und vieles, was damals nachgedacht worden ist. Wie gesagt, die ging positiv aus, was aber nicht unbedingt hieß, dass der Großteil der Welt diese UN-Charta noch weiter wirklich so unterstützt. Aber wenn Sie mal auf die Gesamtentwicklung gucken, wir können jetzt noch ein paar weitere Konflikte aufzählen. Die Frage Taiwan ist ungelöst, China ist ein unruhiger Kandidat in der Sicherheitspolitik. Die Türkei schickt Bomber, die über griechische Inseln fliegen. Der Westbalkan ist nicht beruhigt. Also wir können uns noch, glaube ich, hier noch schön weiter hochsteigern in Dinge, die schiefgehen können. Wie würden Sie sehen? Kommen wir raus aus der Krise oder müssen wir damit rechnen, dass Krise ein Dauerzustand wird? Also wir haben ja das Problem... Prophetie, das ist schwierig, das weiß ich. Aber wir haben ja verschiedene Krisen. Das ist ja nicht nur eine, sondern wir hangeln uns ja von einer Krise zur nächsten. Und ich glaube wirklich, dass das eben, was Sie gerade beschrieben haben, dass tatsächlich auch auf uns zukommen wird. Wir werden noch eine ganze Reihe weiterer Krisen erleben. Es wird auch Gegenbewegungen geben. Also ich bin langfristig wahrscheinlich immer noch hoffnungsloser Optimist. Ja, aber kurz- und mittelfristig glaube ich, gerade mit Blick auf Asien, wenn Sie in Asien gelebt haben, Sie haben teilweise die Taiwan-Frage angesprochen. China, also wir haben eine Entwicklung innenpolitisch in China, die geht zurück wie zu Maos Zeiten, auch mit einem Personenkult. Also Sie sind nicht, also das ist alles nicht besonders optimistisch. Und da bin ich nicht so sicher, also da teile ich nicht ganz Ihre Ansicht, was das Umdenken in der Wirtschaft betrifft. Wenn ich mir die Automobilindustrie anschaue, wir haben im BDI eine China-Strategie gehabt vor 2 Jahren. Kurze Frage, eher optimistisch oder eher pessimistisch mit Blick auf die Zukunft? Zugespitzt. Erstmal ist die Frage, welche Zukunft und in welchen Zeitraum sprechen wir? Ne? Also ich glaube, kurz- und mittelfristig, glaube ich, werden wir uns noch auf sehr viel mehr Krisen einstellen müssen. Okay, also optimistisch, also wir kommen gut zurecht, wenn man damit rechnet, dass es schwierig werden kann. Herr Hagen, wie würden Sie denn das sehen? Sie haben vorhin gesagt, Sie schauen eher optimistisch nach vorne. Wir haben ja gesehen, bei den großen Krisen ist die Reaktionsfähigkeit da. Bei den kleinen Krisen oder den Tagesaufgaben, da bin ich eher der
Pessimist, aber auf der großen Linie ist der Mensch ja bestrebt, irgendwo doch das Glück zu suchen. Und egal welcher Mensch. Ich war, wie die Ukraine-Krise losging, in Italien und lernte eine Ukrainerin kennen, die in ihrer Familie alles hatte. Putin-Gegner, Putin-Befürworter. Die war verheult ohne Ende. Und die sagte einen Satz, der mich tief berührt hat. Die hat sinngemäß gesagt, welcher 19-Jährige will sich denn für so einen Scheiß erschießen lassen? Und das ist doch, glaube ich, eine Haltung, die man in der Ukraine-Krise verliert, wenn man Betroffenheit in den eigenen Familien hat. Aber ich glaube, in jedem Mensch wohnt ein Optimismus und der Hang zum Glück. Und Glück ist relativ. Bei dem einen ist das gerade mal satt werden. Oder wie hieß er nochmal, Diogenes, geh mir aus der Sonne. Glück ist eine sehr relative Sache. Aber ich glaube, das wohnt jedem Menschen inne. Das heißt, daran, und dann muss das Gesamtsystem irgendwann am Ende des Tages doch wieder funktionieren. Daran arbeiten wir weiter. Herr Voigt, Blick nach vorne. Wie schauen Sie in die Welt? Optimistisch, pessimistisch? Im Grundsatz optimistisch. Ich glaube auch, wir werden laufende Krisen haben, aber wir werden lernen, sie zu bewältigen mit den Mitteln, die dann notwendig sind und die wir einsetzen müssen. Also da vertraue ich auf die Lernfähigkeit und den Überlebenswillen der Menschen. Frau Wopen, wenn Sie auf die Debatten schauen, die uns bevorstehen und die Anpassungen, die wir leisten müssen, wie denken Sie über die Zukunft? Sie wird anstrengend. Und ich bin zwar von der Haltung her optimistisch, weil ich auch an das Gute im Menschen glaube und von meinem Vater schon in den 70er Jahren immer gehört habe, Deutschland wird eins werden, weil das Freiheitsstreben des Menschen so groß ist, dass sich das bahnbrechen wird. Der Niedergang der Demokratien oder der Rückgang der Demokratien ist jetzt ein Gegenargument. Das Orakel von Delphi, so ein bisschen ist das ja eine Frage, ne? Das hat ja dann da auf dem Dreifuß gesessen und an den Lorbeeren gekaut, auf dem Weihrauch sich anregen lassen und hat dann ja diese Sprüche abgegeben, die letztlich, wenn man sie analysiert, alle auf eins hinausliefen: Erkenne dich selbst. Das waren keine empirischen Zukunftsaussagen, was passieren wird. Und ich finde diesen Satz auch heute immer noch sehr klug. Wenn wir wirklich uns selbst erkennen, bereit sind, ehrlich hinzugucken, dann können wir es schaffen. Herzlichen Dank. Wir kommen zum Schluss und ich glaube, es ist sehr deutlich geworden, dass wir sehr bewegten Zeiten entgegengehen und dass wir weiter mit Krisen rechnen dürfen. Aber ich habe auch eine Menge gehört, wo ich sage, man denkt konstruktiv über die Dinge nach und wie sie sich nach vorne bewegen. Und darüber habe ich mich sehr gefreut, weil ich glaube, dass das wichtig ist, dass man nicht ins Mauseloch guckt, sondern in den Himmel. Und dann haben wir vielleicht eine Chance, was daraus zu machen. Vielen Dank meinen Gästen hier auf dem Podium für die Einschätzungen zur Zeitenwende und für die Beiträge und die sehr schönen Meinungen und interessanten Meinungen, die wir gehört haben. Herzlichen Dank Ihnen allen hier auch im Saal, dass Sie dabei waren. Bleiben Sie mutig, bleiben Sie zuversichtlich und ich freue mich auf das nächste Treffen bei nächster Gelegenheit, vielleicht wieder beim Wirtschaftstalk. Ich würde mich sehr freuen. Kommen Sie gut nach Hause. Herzlichen Dank.